endlich an einem schönen sonnigen Tag besuchten wir das Spiel der 2. Liga Süd zwischen dem SV Oldendorf gegen den ASK Jabing. Circa 200 Fans kamen zu diesem Spiel, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Milivoj Zrlak und seinem Assistenten David Haug geleitet. Nach dem Spiel der Reserve gab es eine Verabschiedung von zwei Spielern. Und dann Patrick Wagner. Dankeschön für eure langen Jahre, die ihr den SV Oldendorf unterstützt habt und für viele Erfolge gesorgt habt. Und Hauptmann, der Willi. Unser Hauptmann, der Willi, wird euch als kleines Dankeschön und als kleine Erinnerung ein Leiberl überreichen. Und der SV Oldendorf sagt euch wirklich Dankeschön für eure vielen Jahre, die ihr bei uns gespielt habt. Und natürlich für eure weitere Zukunft, auch in sportlicher Hinsicht, viel Gesundheit und weiterhin viel Erfolg. Und dir, Bernd, in Zukunft auch viele Tenniserfolge. Dankeschön. Aber jetzt zurück zum Spiel. Oldendorf ist mit 30 Punkten fix auf Platz 13 in der Tabelle. Mit einem Sieg kann sich Oldendorf um einen Platz verbessern. Auf der anderen Seite Jabing auf dem letzten Tabellenplatz und fix Absteiger. Das heißt, es kann ein spannendes oder auch ein fades Spiel werden. Wie auch immer, die erste Chance hatte Jabing. Eckball, Strobel und keiner war da, um den Ball abzufangen. Beim nächsten Angriff der Gäste flog der Ball weit über das Tor. Und bei den Oldendorfern flog der Ball knapp am Tor vorbei. Freistoß für Oldendorf. Und da geht der Ball am Tor vorbei. Freistoß für die Gäste. Batori, tot. Kein Abseits, kämpft gegen Sargmeister. Schießt den Ball dem Tormann direkt in die Hände. Haselbacher, Gergö, Bogart, Gergö, abgewehrt. Und das war die erste ernsthafte Chance in diesem Spiel. Das waren die ganzen Highlights der ersten Halbzeit. Wir können nur hoffen, dass es in der zweiten Halbzeit besser wird. Damit gehen wir eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder in der zweiten Halbzeit. Menschen brauchen, die sich für Pflegeberufe interessieren. Ich kann garantieren, wenn morgen vom BFI jemand rausgeht mit seinem Zertifikat, kann er übermorgen bei der Volkshilfe anfangen. Das gilt für alle Bereiche der Volkshilfe. Nummer 1, Gratulation, dass Sie da beim BFI eine Ausbildung machen. Nummer 2, Sie haben einen Job. Wenn Sie schaffen, das zu fertig zu machen, gut zu absolvieren, dann haben Sie einen Job in der Region. Nummer 3, wenn Sie fertig sind, Anruf genügt, die Volkshilfe freut sich über Ihre Mitarbeiter. Vor Ort in der Region. Ich kann in jedem Bezirk, durch alle 7 Bezirke, morgen 10 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter anstellen, in die Volkshilfe übernehmen, egal in welchen Bereichen. Ob sie jetzt Pflegeassistentinnen sind, wir haben ein ganz großes Problem auch bei den Heimhilfen. Willkommen zur zweiten Halbzeit des Spiels SV Oldendorf gegen den ASK Jabing.
In der ersten Halbzeit sahen wir insgesamt 6 kleine Chancen und 10 Foul. Schauen wir, welche Highlights es in der zweiten Halbzeit gibt. Die erste Tormöglichkeit wurde schon einmal nicht genutzt. Gergel. Und der Ball fliegt dem Tormann direkt in die Hände. Graf. Kopfball von Gergel. Und der Ball flog knapp am Tor vorbei. Neulicher Angriff der Gäste. Kamper. Vorbei an Nebel, gibt weiter an Bogart, schießt, der Tormann kann den Ball nicht halten, aber jetzt hat er ihn. Neulicher Angriff der Oldendorfer. Leider sind bei den Oldendorfer Adressen die Nummern schlecht zu sehen, darum können wir ihnen nicht den Namen des Spielers sagen. Und die Chance ist vorbei. Eine umstrittene Szene, Foul oder nicht Foul im Strafraum? Wenn man genau schaut, kein Foul und eine korrekte Entscheidung des Schiedsrichters. Dafür ist diese Szene perfekt. Achten Sie auf den Tormann und wieder eine richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Alles in allem ein ganz schlechtes Spiel von beiden Mannschaften, wenn man bedenkt, dass es ein Spiel der zweiten Liga ist. Vielleicht lag es daran, dass keine der beiden Mannschaften etwas zu gewinnen oder zu verlieren hatte. Wie auch immer, der Schiedsrichter beendet das Spiel zwischen dem SV Oldendorf gegen den ASV Jabin mit einem Endresultat von 0:0.